Herzlich willkommen in der Oberberg-Fachklinik Konrader Hof für Kinder und Jugendliche. Wir behandeln nahezu das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Unser therapeutisches Team bietet dabei Halt sowie professionelle Unterstützung mit einem breiten Therapiespektrum von Einzel- und Gruppenpsychotherapeutischen wie auch medizinischen Arbeitsmethoden. Für die Wahl der Therapiemethode haben wir Kinder und Jugendliche mit ihren individuellen Stärken und Schwächen im Blick. Der Therapieerfolg ist ein Teamerfolg. Einige Kollegen darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Um die Ansätze, die wir theoretisch erarbeiten, besser zu verankern, verbinden wir bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper die kognitive Verhaltenstherapie mit der Bewegungstherapie. Übungen aus dem Improvisationstheater zum Beispiel helfen dabei, durch Loslassen Sicherheit zu gewinnen. Es geht dabei viel um Authentizität, sich etwas zu trauen, Fehler machen zu dürfen. Dies gilt auch für Wahrnehmungsübungen vor dem Spiegel. Bei Kindern und Jugendlichen kann man noch viele Dinge korrigieren, weil die Hirnreife noch nicht abgeschlossen ist. Daher berücksichtigen wir in unserer Arbeit viele entwicklungspsychologische Aspekte. Schließlich geht es aber um Respekt. Respekt vor dem Leben, Respekt vor dem Patienten. Denn dadurch gewinnen sie Vertrauen zu uns und damit zu sich selbst. Diesen Prozess, dieses wiedergewonnene Vertrauen, das miterleben zu dürfen, das ist das Schönste, was es gibt. Tiere bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sind eine wunderbare Veränderung der Patienten-Therapeuten-Beziehung. Wir arbeiten hier auch mit Pferden. Sie sind den Menschen ähnlich, aber einfacher im Umgang und wir können so zum Beispiel Dinge wie Führungsverhalten üben. Gerade Kinder können oft intuitiv mit dem Pferd kommunizieren. Pferde haben ein starkes Bedürfnis danach, geführt zu werden und erleben die Patienten als etwas Erwünschtes. Für uns ist die gesamte Familie in der Therapie sehr wichtig. Besonders wertvoll ist es, wenn beide Eltern zu unseren gemeinsamen Nachmittagen kommen und wir zum Beispiel Familiencollagen gestalten. Darüber können die Familien darstellen, was sie verbindet, was jeder Einzelne mitbringt. Die Collagen werden in der Runde vorgestellt und so erfährt man sehr viel über die Dynamik innerhalb der Familie, ohne direkt über Erkrankungen zu sprechen. Das gemeinsame Ziel ist immer, dass sich die Familien mit den Erkenntnissen am Ende wohlfühlen. Die alltägliche Begleitung der Patientinnen und Patienten liegt uns besonders am Herzen. Ein familiäres Umfeld zu schaffen, in dem sich sowohl die Patienten als auch die Eltern gleichermaßen wohlfühlen, wirkt sich positiv auf den Genesungsprozess aus. Die Patienten und Angehörigen kommen meist zu uns, wenn es zu Hause nicht mehr richtig funktioniert. Wir begleiten und unterstützen die Entwicklungsschritte zurück zu einem stabilen Alltag. Teil dieser Entwicklung zu sein, jeden Tag aufs Neue, erfüllt mich mit Freude. Wir behandeln viele Jugendliche mit Essstörungen und da ist das Einkaufen und Kochen ein wichtiger Aspekt bei der Behandlung. Deshalb gehen wir alle 2 Wochen in den Supermarkt und starten damit unser gemeinsames Kochen. Das wird mit der Zeit zu einem wichtigen Ritual und hilft sehr, ein gutes Gefühl für die eigene Ernährung zu vermitteln. Ich finde es immer wieder bewegend, die positive Veränderung im Verlauf des Aufenthaltes zu sehen, die bei essgestörten Menschen ja auch optisch sichtbar wird. Das Medium Musik schafft es, Menschen auch ohne Sprache zu verbinden. Die damit einhergehenden Erfolgserlebnisse unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Krankheitsbewältigung. Die Musik ermöglicht ihnen auch, sich ganz individuell auszudrücken. Es kann nichts falsch gemacht werden und so entsteht eine Atmosphäre, die von Leichtigkeit geprägt ist und in der ich mit den Kindern und Jugendlichen auch gerne lache. Die Kunsttherapie ist eine Methode, bei der der Prozess des Schaffens sowie das geschaffene Werk sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. In der eigenen sinnlichen Wahrnehmung Orientierung zu finden, das kann sehr hilfreich sein. Darum geht's. Das ist für mich eine Aufgabe und ist ein Schatz der Kunsttherapie. Wir sind die Oberberg-Fachklinik Konrader Hof für Kinder und Jugendliche und wir alle teilen eine Überzeugung. Für jeden Menschen gibt es einen Weg zu mehr Energie und Freude am Leben. Wir sind für Sie da.